Okay. Noch ein Begriff. Wir gucken uns mal an, hier haben ein paar Schüler Weitsprung gemacht. Die meisten sprangen um die 3 Meter herum. Ja. Wenn ich versuche, das irgendwie in irgendwelche Diagramme zu tun, ja, dann kriege ich ein Problem. Und wenn es jetzt noch viel, 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 viel mehr Werte gäbe und ich sage, na okay, machen wir es so, wir haben hier eine bestimmte Häufigkeit und hier haben wir einen Meter, also ich fange mal bei 2 Metern an, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, gibt es noch einen größeren Wert? Nö, gibt es nicht. Und ich würde die einzelnen Werte hier einmalen, dann würde es wie folgt aussehen. 2,40 kommt relativ wenig vor. 3,31 Meter haben wir hier einmal. 3,14 Meter haben wir hier einmal. Also das war der 14er, das war der 30er. 3,57 haben wir hier einmal. 3,20, dann haben wir hier wieder einen Strich. 4,59, na wunderbar, haben wir hier noch einen Strich. Ach nee, der muss ja kürzer sein, weil es nicht so viele waren. Und so weiter und so fort. Wie sieht denn so ein Diagramm aus? Das sagt uns gar nicht. Keine Chance. Moment mal. So, jetzt stoßen wir noch auf was anderes. Auf die Häufigkeit. Wichtig bei Statistiken ist die Häufigkeit, wie oft etwas auftritt. So wie wir hier eine Häufigkeit in der Zensurenliste haben, 8x1, 12x2 und so weiter, haben wir auch Häufigkeiten. Das nützt uns aber alles nicht, wenn ich zum Beispiel sage, also in der Klasse hatten wir 2 Leute mit einer 3. Oh, sagt einer, das ist aber schlimm. Naja, wenn ich aber sage, ich habe eine Klasse von 100 Mann, na, dann sind es 2%, das ist nicht schlimm. Ich habe aber nur eine Klasse von 3 Mann, dann sind 2, 3 sehr schlimm. Wir müssen uns also mit der Häufigkeit noch anders beschäftigen. Wir müssen die Häufigkeit am besten in Prozent angeben. Denn dann haben wir eine sogenannte relative Häufigkeit. Und die relative Häufigkeit, die bringt schon eher was. Wenn ich sage, ich habe bloß eine Klasse von 3 Mann und habe 2 Dreien, dann ist die Klasse schlecht. Habe ich aber eine Klasse mit 100 Mann und habe 2 Dreien, na mein Gott, dann sind die 2 Dreien nicht so schlimm. Also wie wird die gerechnet? Indem ich einfach sage, die absolute Häufigkeit durch die Gesamtzahl aller Teilnehmer. Logisch? Nichts Schlimmes, ne? Relative Häufigkeit. Und jetzt kann ich hier schon eher was anfangen. Aber noch was. Man sagt übrigens zu diesem Ding hier, zu diesem Koordinatensystem mit solchen komischen Sachen, Histogramm. Ein Histogramm setzt sich aus dem Wort Historie und Darstellung zusammen. Das ist also eine, und jetzt merkt man wieder Statistik, wir sagten ja zu Anfang, das beschäftigt sich mit dem, was war mal. Ein Histogramm zeigt uns auf, was mal war. Aber mit so einem Histogramm wie hier kommt man nicht weit. Das wird sehr, sagen wir, unübersichtlich und ich muss mir richtig Mühe geben, hier die einzelnen People-Linien hier hinzumalen. Da sagt man, man teilt das lieber in Klassen ein. Ein gutes Histogramm zeichnet sich dadurch aus, dass die Klassen, in die ich die Weitspringer einteile, alle gleich breit sind. Also hier 50 cm, 50 cm und so weiter. Denn dann habe ich es wesentlich leichter. Dann kann ich wie eine Art Strichlisten machen und kann hier entsprechend einordnen, wie viele sind denn da. Und wenn ich die relative Häufigkeit noch nehme, dann merke ich, dass zum Beispiel hier innerhalb der Klasse bis 2,50 Meter nur wenige drin sind, hier relativ viel drin sind in dieser Klasse, hier dann vielleicht wieder ein bisschen weniger und es lässt sich eindeutiger ablesen, was hier passiert. Nehmen wir mal an, hier ist gar keiner gewesen und wir haben ja hier noch einen Springer, der ist ja richtig weit gekommen. Das waren hier die 4,59 Meter und ich habe sonst nichts. Was ist denn mit dieser und mit dieser Klasse? Das sind wieder Abhauer, ne? Ausreißer. Hier habe ich wieder typische Ausreißer. Das ist nicht typisch für die Klasse, denn die meisten springen von 3 bis 4 Meter. Und hier, das sind Ausreißer. Und wenn ich das wieder mit dem
Median probiere, ich habe hier echte Weiten, also Werte, die ich auswerten kann, dann wird mein Median höchstwahrscheinlich hier irgendwo liegen. Ach nee, den wollte ich rot machen. Hier wird mein Median dazwischen liegen. Achtung, den hier einzuzeichnen ist gefährlich, das darf ich nicht machen. Ich muss trotzdem die Häufigkeiten nehmen, wieder aneinanderketten, so wie hier, und dann stimmt es wieder. Wie hier, aneinanderketten, genau die Mitte bilden und meinen Median festlegen. Was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Also Median, ja, Häufigkeiten, Relative und so weiter. Lass uns noch drüber diskutieren. Ich mache das Video an der Stelle. Schließe ich mal ab. Reicht auch für eine Zusammenfassung.